Der Schlosspark Inverneck. Die ehemalige Sommerresidenz der Würzburger Fürstbischöfe diente ursprünglich der puren Lust. Doch heute walten hier andere Gefühle. Im Schloss ist eine psychiatrische Klinik eingerichtet. Dort werden auch Krankheiten behandelt, die zum Fürchten sind. Es begann mit körperlichen Symptomen, Herzrasen, Nervosität, Schweißausbrüche und Schwindelgefühle. In sehr vielen Facetten hat sich das gezeigt und ich habe mich dann dem Therapeuten vorgestellt und er hat dann eben Angststörungen diagnostiziert. Angststörungen, das sind übertrieben starke, unbegründete Ängste. In Deutschland werden rund 15% der Erwachsenen davon befallen. Und wahrscheinlich liegt die Dunkelziffer noch höher. Denn wer an Angst erkrankt, fürchtet sich oft auch vor dem Arzt. Was die gesunde Angst von ihrer krankhaften Form unterscheidet, beschreibt der ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses für Psychiatrie in Werneck, Hans-Peter Fotz. Jeder von uns hat schon heftigste Angst empfunden. Denken Sie an eine gefährliche Situation auf der Autobahn, wo Sie im Moment denken, Sie kommen in Schleudern, oder denken Sie an einen Moment, wo Sie vielleicht irgendwo abzustürzen drohen. Da haben Sie eine heftigste Angst. Sie fangen an zu zittern. Sie haben vielleicht sogar Todesangst. Ihr Herz schlägt ganz schnell. Sie bekommen feuchte Hände. Eigentlich ist das eine Panikattacke, was Sie haben. Ein heftiger Angstanfall. Wenn sich nun diese sauber, klar abgegrenzte Angst vorstellen, aber ohne ein adäquates Ereignis. Das macht für uns fast sogar schon die Kerndefinition einer Angststörung aus. Und stellen Sie sich jetzt eine solche Panikattacke 2-3 Mal pro Tag vor, bei schweren Panikstörungen, dann wissen Sie oder können Sie vielleicht etwas besser vorstellen, wie stark diese Menschen beeinträchtigt sind. Seelische Leiden betreffen den empfindlichsten und auch verborgensten Teil des Menschen. Für den Allgemeinarzt ist die Diagnose sehr schwierig, vor allem bei Angsterkrankungen, weil sie fast immer mit körperlichen Beschwerden verbunden sind. Wenn es uns gelänge, dass Patienten, aber auch Ärzte, zu denen die potenziellen psychiatrischen Patienten primär gehen, nämlich die primärversorgenden Ärzte, die Allgemeinärzte, Angsterkrankungen oder überhaupt psychiatrische Erkrankungen schneller erkennen und dann auch die adäquaten Therapiemaßnahmen einleiten würden, das wäre ein sehr großer Zugewinn. Göttingen, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Der langjährige Direktor Eckhard Rüther weiß, dass Aufklärung über seelische Krankheiten allgemein Not tut. Der Grund dafür hat ebenfalls mit Angst zu tun. Mit Angst vor dem Unbekannten. Der Mensch möchte keinen Kranken um sich. Und je unklarer diese Erkrankung ist, umso gefährlicher nimmt es der Mensch wahr und umso mehr wird der Mensch ausgegrenzt. Der Pestkranke, der Tuberkulosekranke, also der körperlich Missgeburten, werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und wenn nun einer psychisch krank ist, sich besonders eigenartig verhält, dann ist das natürliche Phänomen des Menschen, dass man den aus der Gesellschaft herausbringt, also ihn nicht mehr haben will. Und das hat sich fortgesetzt über viele Jahrhunderte und ist zu einer Tradition geworden. Und in der modernen Psychiatrie wissen wir, dass das eine Unsinn ist und die Menschenwürde zeigt uns, die Diskussion über die Menschenwürde soll uns dazu bringen, dass wir gerade mit diesen Patienten uns besonders beschäftigen. Vor allem, da wir heutzutage in der Psychiatrie neue Verfahren haben, um alle psychischen Probleme zu beherrschen und zu behandeln. Der Nervenarzt Eckhard Rüther hat sich aufgemacht, der krankhaften Angst nachzuspüren. Sein Weg führt ihn zunächst an die Universität Lübeck, wo sein Kollege Fritz Hohagen zwanghafte Ängste erforscht und behandelt. Es ist zum Beispiel so, wenn ich über eine hohe Brücke gehe mit meinem Kind, kommt der Gedanke, was passiert, wenn du jetzt verrückt bist und das Kind runterschmeißen könntest. Also Sie haben den Zwangsimpuls, so etwas könnte passieren, und sind eigentlich ein Mensch, der sich sehr ängstlich sorgt um die Familie. Ja. Also eigentlich etwas, was gar nicht zu Ihnen passt. Ja. Ist das so? Das hat mich halt sehr gequält, weil ich immer stärker an mir gezweifelt habe und mich gefragt habe, ob ich noch
ganz normal wäre und ja. ein ganz, ganz furchtbarer Mensch, der weggeschlossen gehört. Und das hat den großen ja. Leidensdruck verursacht, weshalb ich mir so schlecht ging. Also das ist etwas, was uns viele Betroffene berichten, dass sie erschrecken vor diesen aggressiven Zwangsgedanken. Es sind ja gerade Menschen, die Angst davor haben, dass etwas passieren könnte oder die ganz besonders verantwortungsbewusst sind, auch oft sehr harmoniebedürftig und die diese Gedanken nie umsetzen würden. Was muss Menschen widerfahren, dass sie sich sogar vor sich selbst ängstigen? Sind es Schicksalsschläge, unglückliche Veranlagungen oder beides? Die Seelenforscher tappen noch im Dunkeln, doch bei manchen Fragen beginnen sich komplexe Antworten im Bereich fehlerhafter Gehirnfunktionen abzuzeichnen. Du hast eine Hypothese über die Entstehung und die Entwicklung von Angst- und Zwangsstörungen. Das hier ist die erste Untersuchung, die zu diesem Thema durchgeführt wurde, dass Zwangserkrankte eine erhöhte Nervenzellaktivität im unteren Anteil des Gehirns haben, also im vorderen unteren Anteil im Vergleich hier zu dem gesunden und in einer wichtigen Schaltstelle des Gehirns in den Basalganglien. Das sieht man hier durch diese Aktivitätssteigerung verglichen hier mit dem gesunden Kontrollen. Das heißt, es ist ein Regelkreis, eine Regelschleife, die vom vorderen Anteil des Gehirns zu den Basalganglien zieht. Wir wissen heute, dass das Frontalhirn, also der vordere Anteil des Gehirns, eine ganz wichtige Rolle spielt bei dem Entwurf von Handlungs- und Gedankenabläufen. Und dieses gesamte System ist sehr wichtig, dass wir unser Denken und Handeln immer flexibel der Umwelt anpassen können. Also wir können jederzeit ja gerufen werden, können dann unsere Handlung unterbrechen und etwas Neues machen. Und diese Flexibilität verdanken wir nicht zuletzt diesem, wie wir sagen, frontostriatalen System, also diesem Regelkreis. Was wir jetzt in den Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren bei Zwangserkrankten sehen, ist, dass die Aktivität in dieser Regelschleife erhöht ist. Es scheint also so zu sein, dass Zwangserkrankte an ihren Denk- und Handlungsabläufen hängen bleiben. Der Zwang, aus Angst in wiederholten Handlungen hängen zu bleiben, kennt viele Formen. Eine davon heißt Kontrollzwang. Dieser Mann zum Beispiel will sein Auto abstellen, das heißt Fenster schließen, Türen absperren, weggehen. Dieser Handlungsablauf schließt sich für ihn aber zum Kreis. Sein Weggehen scheitert an der Furcht, dass Fenster und Türen all seinen Kontrollen zum Trotz noch offen sein könnten. Den Teufelskreis solcher Zwänge zu durchbrechen, ist den betroffenen Patienten von sich aus nicht möglich. Sie brauchen Hilfe, den qualifizierten Beistand psychologischer Therapeuten. Hallo, Herr Frenzel. Hallo. Was machen Sie da? Ich habe jetzt das Auto abgeschlossen, aber bin mir nicht sicher. Es ist wirklich so, dass ich meiner Wahrnehmung irgendwo nicht mehr traue. Ja. Obwohl ich sehe, von außen die Fenster sind zu, ja. muss ich fühlen, weil ich traue meinen Augen im Grunde genommen nicht wirklich. Und das würde sich jetzt wiederholen. Und dann hätten Sie hundertprozentige Sicherheit? Gar nicht. Zur Behandlung von leichteren Angststörungen wie Zwängen und Phobien genügt bereits die Einsicht der Patienten. Sobald sie gelernt haben, sich ihren Ängsten zu stellen, ist der erste Schritt zur Genesung getan. Schwieriger sind indes die Ängste, die mit Depressionen und körperlichen Symptomen einhergehen. Ihre Therapie verlangt meist einen interdisziplinären Ansatz. Und die Diabetiker, die jetzt ja schon nur an Diabetes haben, sind häufiger depressiv als Nicht-Diabetiker. Also es geht in beiderlei Richtung. Depression führt zum metabolischen Syndrom. Das metabolische Syndrom führt zur Depression. Das ist ein Circulus Viciosus. Mit dem Internisten Horst Fehm und dem Psychiater Ulrich Schweiger, die beide an der Universität Lübeck tätig sind, bespricht Eckhard Rüther die Rückkopplung zwischen seelischen und körperlichen Störungen. Nein, das nicht. Man hat früher immer geglaubt, dass das die Folge ist von Rauchen oder zusätzlichem Alkoholkonsum, was bei psychisch Kranken natürlich tatsächlich leicht gehäuft ist. Aber auch wenn man für diese Faktoren korrigiert, es bleibt Depression als unabhängiger Risikofaktor für seelische Gesundheit über. Und zwar mit einer erheblichen Stärke. Das heißt, die Frage, ob man depressiv ist oder nicht, hat für die körperliche Gesundheit ein ähnliches Ausmaß, wie wenn man 30 Zigaretten am Tag raucht oder nicht. Das heißt, es ist wirklich ein ganz schwerwiegender Risikofaktor. Und wie ist es mit Angst?
Zur Angst wissen, fangen wir jetzt an, das zu erforschen, aber da, wir haben hierzu noch keine Daten. Auf ganz weltweit sind noch keine Daten. Wenn ich Angst vor körperlichen Erkrankungen habe, kriege ich dann eine körperliche Erkrankung? Nein, das ist nun wieder gut erforscht. Also Hypochonder leben genauso lang oder kurz wie Nicht-Hypochonder.